Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Im letzten Part sind wir in Kakariko angekommen und jetzt nehmen wir erstmal die Quest an. Wir müssen auch noch einen Smoothie mixen, das habe ich im letzten Part jetzt vergessen. Nehmen wir aber erstmal die Quest an. Oh, Hühner, warum habt ihr mich verlassen? Hey du, hör mal, willst du mir nicht helfen? Alle meine Schätzchen sind heute Morgen aus ihrem Gehege ausgebüxt. Und wenn ich mich ihnen jetzt nähere, nehmen sie sofort wieder Reißaus. Gestern waren sie noch handsam, was habe ich ihnen nur getan? Aber wie dem auch sei, wenn du irgendwo im Dorf meine Hühner siehst, würdest du sie bitte zurück ins Gehege bringen? Insgesamt waren es 5 Hühner. Bitte bring meine Schätzchen zurück zu mir. Okay, Hühnersuche. Das schaffen wir. 3 haben wir ja schon im letzten Part gesammelt. Das ist Nummer 4. Da ist eine Katze. So, wir brauchen nur noch das 5. Ach ja, die treiben sich alle in der Stadt rum, also macht euch da keine Sorgen. Eins, zwei, drei, vier, ja. Jetzt ist nur die Frage, wo der letzte Hühnerbruder ist. Ach ja, ihr könnt auch ruhig in Häuser reingehen. Ich habe das getestet, das bleibt gespeichert. Okay, hier geht's noch nicht lang. Da gehen wir erst später hin. Das sieht mir verdächtig aus. Nö. Dann wird das erst später wichtig. Ich weiß nämlich schon, was wir da finden werden. Mehr aber zu einem anderen Zeitpunkt dazu. Da ist der letzte Hühnerbruder. Er hat sich gut versteckt. Oh, du hast alle Hühner nach Hause gebracht. Vielen Dank. Bitte komm doch einmal zu mir. Dank deiner Hilfe sind meine entlaufenden Schätzchen wieder da. Sie sind geradezu entrüstet ausgebüxt, nachdem ich ihnen Vitaltrauben serviert hatte. Vielleicht waren die einfach zu sauer. Wäre zumindest nicht das erste Mal, dass sie sich wie verzogene kleine Feinschmecker benehmen. Aber das macht sie nur noch niedlicher. Vielen Dank. Darf ich dir als Belohnung das hier schenken? Oh, eine Feenflasche. Das wusste ich nicht mehr, dass man hier eine Feenflasche bekommt. Ach ja, vielleicht weißt du es ja schon, aber wenn man einen Huhn über sich hält und von einer erhöhten Stelle abspringt, kann man ziemlich weit fliegen. Das klappt wahrscheinlich nicht nur mit Hühnern, sondern auch mit anderen süßen Tierchen, die fliegen können. Das wussten wir schon. Gut, hier ist aber sonst nichts. So, gehen wir aber erstmal hier rein. Hier haben wir ein bisschen was zu tun. Bist du bereit, dich unserer Lehre zu öffnen? Nein, warte, antworte nicht. Lass mich zuerst einige kluge Worte verlieren. Du befindest dich im sogenannten Schlummer-Dojo, dem traumhaften Trainingsort der Kampfschläfer. Es könnte nicht einfacher sein, sich auf diese spirituelle Reise einzulassen. Ich kann deinen Geist dazu bringen, bestimmte Träume zu durchleben, sehr real wirkende Träume. Und in diesen Träumen stellst du dich dann furchteinflößenden Feinden. Darin besteht dein Training. Bei jeder Übung gibt es eine Zeitvorgabe. Wer sie erfüllt, erhält eine Belohnung. Da die Kämpfe nur im Traum stattfinden, haben sie ansonsten keinerlei reale Konsequenzen. Und das Beste? Als exklusives Einführungsangebot erlassen wir momentan allen neuen Mitgliedern die Aufnahmegebühren. Lass dir das nicht entgehen. Doch nicht nur das. Wer viele der Prüfungen besteht, kann sich ganz, ganz tolle und spezielle Belohnungen verdienen. Puh, ha, der Verkaufssermon ist schlaucht. Also, wie lautet deine Antwort? Bestimmt kannst du kaum erwarten, mit den Übungen zu beginnen. Bin schon ganz müde. Ja, wirklich? Alles klar, dann bist du ab sofort offiziell meine Schlafschülerin. Lass uns gleich loslegen. Diese Übungen stehen dir fürs Erste zur Verfügung. Das machen wir zuerst. Das ist am furchtbarsten. Oder am furchtbarsten. Wohlan, möge die Übung beginnen. Schließe die Augen. Lass mich dein Geist den Weg weisen. Bei diesem Kampf trittst du nur mit deinem Stab an. Alle deine Erfahrungen und Fähigkeiten sind dir verschlossen.
Die Zeitvorgabe beträgt 1 Minute und 5 Sekunden. Gute Nacht. Das Gebläse brauchen wir am allermeisten für diese Mission hier. Na! Oh Gott, ich bin so dumm, ne? Das ist so krass, Alter. Oh, Brudi, Alter. Oh, gerade so geschafft. Wach auf, meine Schülerin. 59 und Sekunden und 32 Millisekunden. Nicht übel, du hast die Zeitvorgabe geschlagen. Für die vorbildliche Durchführung der Übung hast du dir eine Belohnung verdient. Frostkaktus, 5-mal erhalten. Wenn du noch eine weitere Übung absolvierst, gebe ich dir etwas ungeheuer Tolles und wirklich wahnsinnig Besonderes. So, jetzt labert er nur denselben blöden Kram. Ja. Bei diesem Kampf trittst du nur mit deinem Stab an. Alle deine Erfahrungen und Fähigkeiten sind dir verschlossen. Die Zeitvorgabe beträgt 60 Sekunden. Die Feuerschale bringt mir hier, glaube ich, gar nichts. So, Sperrmoblin gemerkt. Scheiße, was ging denn jetzt? Ach so. Nice. Für die, ja, bla bla, das kennen wir. Jetzt kriegen wir noch eine besondere Belohnung. Deine Schlaffähigkeiten haben sich gut entwickelt, ja. Deine dösige Aura verrät es überdeutlich. In Anerkennung dieser traumhaften Leistung erhältst du, wie versprochen, etwas ganz, ganz Tolles und Besonderes. Das ist okay. Wenn du noch zwei weitere Übungen absolvierst, gebe ich dir etwas ungeheuer Tolles und wirklich wahnsinnig Besonderes. Träumst du von weiteren Übungen, dann sammle erst einmal neue Erfahrungen da draußen und komm dann wieder zu mir. Eine Übung habe ich ja noch. Gürtelpraller-Albtraum. Das Schwert da hinten können wir leider noch nicht bekommen. Ich weiß jetzt auch, wofür wir den Fächer brauchen und sowas. Die werden aber erst sehr, sehr viel später wichtig. Bei dieser Übung musst du dich auf die in dir schlummernden Kräfte verlassen. Du kannst keine Tränke oder Items, die Herzen heilen, nutzen. Die Zeitvorgabe beträgt 1 Minute und 10 Sekunden. Okay. Thank you.
viel zu leicht. Viel zu leicht. Ja. Ich muss sagen, deine Zeit ist wahrlich beeindruckend. Da werde ich ja ganz schlaftrunken. Hier hast du eine zusätzliche Belohnung. So, mehr kann ich nicht machen erstmal. Ich bin ein Schüler in diesem Dojo. Hier kann man durch bloßes Schlafen allerlei Dinge erhalten. Endlich mal ein Ort, wo ich mein größtes Talent voll ausleben kann. Die Leute im Dorf sind etwas misstrauisch und reden oft abfällig über dieses Dojo. Aber ich fühle mich hier pudelwohl. So, damit hätten wir das Dojo abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch einen Smoothie machen für später. War hier nicht sogar irgendwo in der Nähe so ein Smoothie-Laden? Nee, hier anscheinend dann nicht, ne? Nee. Dann ziehen wir nochmal nach Kakariko. Da waren wir ja. Da war ein Shop. Der einzige Smoothie-Laden, den wir jetzt im Moment haben, der ist hier, ne? So, ja, wir müssen etwas mixen. Nämlich einmal hier und hier. Ein Glutmix-Spezial. Den brauchen wir für später. Oh, den hatten wir schon, lol. Den brauchen wir aber für später. Ob das was wird? Ein Glutmix-Smoothie. Der ist nicht so gut. Ein Milchmix-Smoothie. Auf der cremigen Basis milder Süße treffen hier verschiedenste Zutaten aufeinander. Würze mit Biss, hier treffen verschiedenste Zutaten aufeinander. Die anderen hatte ich alle schon, ne? Perfekt. Goldener Rüstungssmoothie erhalten. Ein dicker Smoothie mit reichhaltigem Fruchtfleischanteil und explosivem Umami. Mal gucken, was wir hier rausziehen. Salziger Kaktussmoothie. Kühles, süß-saures Kaktusmark von bestechender Salzigkeit. Nee, den hatten wir schon. Mal gucken, was wir hier rausziehen. Wahrscheinlich durch Vitaltrauben ziehen wir immer nur... Nee. Glutmix Spezial, noch ein. Okay. Würze mit Biss, eine Spezialmischung, die den Rachen nicht schont. Ah, okay. So, das reicht dann auch erstmal. Apfelmix-Smoothie. Blitzschutz. Den hatten wir. Wir hatten die Mische jetzt zwar noch nicht, aber den Smoothie hatten wir schon. So, lass uns mal gucken. ...16 Smoothies müssen wir noch machen. Gut, da ist Luberis Haus. Hier oben waren wir schon überall. Dann würde ich sagen, hierhin, ne? Auf geht's der Story erstmal weiter folgen. So, hier haben wir einen Riss, der ist uns aber recht herzlich egal. Ich will nur einmal hier am Rand lang.
um mich ein bisschen umzugucken. Gut, hier waren wir. Au. Der ist stark. Na komm. Speermoblin Level 2. Das war klar, dass wir die Truhe noch nicht hatten. Sonst hätten wir den Speermoblin schon gehabt. Ja, genau. Mein Speermoblin, mein erster, der war ja ein richtiger Lappen, Alter. Der hat ja gar nichts mehr gemacht nachher. Was wäre denn für ein Mongo? Leuchtbutter. Geil. Erstmal schlafen, um die Herzen wieder aufzufüllen. Danke. Gut, den Stempel haben wir. Ha! Nice, ein Kristall der Stärke nochmal. Sehr cool. Wir nähern uns, glaube ich, langsam unserem eigentlichen Zielort. Kann das sein? Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Riss. So, gehen wir kurz runter. Ich überlege gerade im Kopf, weil wir noch zu einem Ort müssen. Oh, Blasentang erhalten. Direkt konsumiert, kann dieses Item Herzen auffüllen. Auf diese Weise eingesetzt ist der Effekt aber schwach. Sandkrabbe gemerkt. Dieses Krabbenmonster streckt seine scharfen Zangen aus und bewegt sich flink im Seitwärtsgang. Oh, ich muss auch noch für euch vorlesen, glaube ich, den hier. Wirft im hohen Bogen einen Speer nach dem anderen, um seinen Gegner auf Distanz zu halten. Genau. Gut, hier kamen wir tatsächlich hoch.
Mal gucken, wo uns das hinführt. Aha. Okay, aber das waren noch nicht alle. Überraschung, Bruder. Nice. Wieder eine Truhe mehr. Flusspferdchen erhalten. Kleintiere mit auffallend spitzer Schnauze. In dieser Form ungenießbar. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringt. Oh, können wir da graben? Runter. Das wird jetzt interessant, ob wir hier was rausziehen können. Yep, 50 Rubine. Nehmen wir gerne mit. Da ist ein großer Riss. Gehen wir da hin. Mal gucken, wo uns das hinführt. Habe ich diesen dämlichen Fisch nicht schon? Ja. Gut. Was ist das denn hier? Das ist jetzt wieder blind. Hier war ich noch nicht, auch im Privaten nicht. Und deswegen liebe ich solche Spiele, weil wir erleben hier jetzt tatsächlich nochmal was anderes als das, was ich privat erlebt habe. Keine Ahnung, wo das jetzt hier hinführt. Oh. Das ist also die große Fee. Oh, es scheint, ich habe sehr lange geschlafen. Wer bist du und warum weckst du mich auf? Ich kenne dich zwar nicht, aber wenn ich dich so ansehe, habe ich das Gefühl, einen ungeschliffenen Diamanten vor mir zu haben. Ja, ich werde dich ein wenig schleifen und dir Nachhilfe in Sachen Mode geben. Mal sehen. Wie wäre es, wenn ich dafür sorge, dass du mehr Schmuck, Accessoires und anderes Zubehör anlegen kannst? Da zögerst du noch? Du müsstest doch eigentlich darauf brennen, dich noch besser herausputzen zu können als bisher. Modenachhilfe bitte. Hihi, dein Wunsch sei mir Befehl. Ach ja, natürlich erlaube ich mir, dafür eine gewisse Gebühr zu kassieren. Wäre ja auch ganz schön verdächtig, wenn ich das umsonst für dich machen würde, oder? Du würdest dich fragen, wo der Haken liegt. Damit derartige Gedanken gar nicht aufkommen, verlange ich einen angemessenen Preis. Dürfte ich dich um 100 Rubine bitten? Ja, warum nicht? Hier. Gönn dir. Ich liebe Rubine, musst du wissen. Dann werde ich deinen modischen Möglichkeiten mal auf die Sprünge helfen. Das habe ich nicht mal privat, ne? Also wundert euch, ich bin gerade echt überrascht. Du kannst jetzt ein Zubehör mehr ausrüsten. So kannst du mehr Accessoires auf einmal anlegen. Welche Kombination am schicksten ist, das kann nur dein eigenes Modegespür beantworten. Modenachhilfe bitte. Du bist also bereit, deinen modischen Horizont zu erweitern? Dieses Mal wären 300 Rubine völlig in Ordnung, dann doch nicht. Du hast recht, mit Geld sollte man sorgsam umgehen. Lass es dir in Ruhe durch den Kopf gehen. Kann ich dir helfen? Will nur plaudern. Ich kann dafür sorgen, dass du mehr Schmuck, Accessoires und anderes Zubehör tragen kannst. Das würde deine modischen Möglichkeiten stark erweitern. Dafür muss ich aber ein paar Rubine verlangen. Ich muss weiter. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Und die große Fee ist mal wieder hübsch, Alter. Geil. Was legen wir denn dafür an? Ich glaube, das hier noch zusätzlich. Mehr Herzen und weniger Schaden. Geil, Brudi. Gut, aber ich wette doch. Das war so klar, Alter. Hier müsste ich einen Zugang öffnen können. Weiche zurück, Zelda. Und rein da. Ich kann die Anwesenheit meiner Gefährten spüren. Sie sind hier an verschiedenen Orten eingeschlossen. Insgesamt sind es 3 Stellen. Wenn wir sie alle befreien, können wir diesen Riss schließen. Dann versuchen wir das doch. Da haben wir schon Nummer 1. Wir haben leider keine starken Unterwasserkämpfer, ne? Leider nicht. Ist alles nur halb so gut, wie ich es gern hätte. Der Sandpiranha, der bringt uns gar nichts. Sehr gut. Oh ja, nee, ist klar, Alter. Und einmal ansehen. Damit haben wir die ersten. Was war das denn, Alter? Hä? Ja, das ist egal. Tschüss. Na, oh, du Hund, Alter. Backmann, du Hund. Sehr schön. Und da haben wir Nummer 2. Das wird mich immer wieder verwirren, ne, mit A und B zu tauchen. Und der letzte dürfte da hinten sein. Das sollte gar nicht mal so schwer sein. Danke. Scheiße. Du Hund, Alter. Oh nein. Ha. Gefunden. Wir haben all meine Gefährten in dieser Welt des Nichts gefunden. Damit können wir diesen Riss nun schließen. Meine Gefährten haben ihre Kräfte mit mir geteilt. Oh yeah. 2 Kristalle der Stärke. Komm, Zelda, lass uns von hier verschwinden.
Gut, Leute. Ich werde den Part aber an dieser Stelle beenden. Im nächsten Part machen wir hier weiter. Mal gucken, wo uns der Weg noch so hinführt. Wie jetzt zur großen Fee. Ich bin immer noch so überrascht. Ich bedanke mich an der Stelle aber bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!